Moin, moin meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von The Long Dark. Es ist ein kleines Update rausgekommen in die Version 208. Ist allerdings nichts Besonderes, als dass wir jetzt da großartig drauf eingehen müssten. Es gab halt eigentlich nur einige etliche Bugfixes. Deswegen ignorieren wir das jetzt einfach mal. So, wir haben noch etwa 7 Stunden Tageslicht übrig. Das ist jetzt nicht so viel, deswegen machen wir mal ganz kurz eben ein Nickerchen bis zum Ende des Tages. 6 Stunden. In der Zeit checke ich mal ganz kurz eben was aus. Das stimmt soweit. Und das hier stimmt soweit auch. Okay, sehr schön. Haben wir die Schlafenszeit mal ganz kurz eben optimal genutzt, um mal eben schnell die Einpegelung zu kontrollieren. Das können wir mal eben ablegen, wobei das können wir vielleicht sogar noch verbrennen. Falls alle Stricke reißen sollten. Wir lassen mal die Flinte gleich da, also sobald wir natürlich gleich loslaufen. Ich habe ja schon eine ganz tolle Idee, was wir jetzt als nächstes angehen wollen. Und dann lassen wir mal die Flinte dauern. Die brauchen wir nämlich dafür nicht, denn wir wollen jetzt gleich mal zu dem Schiff zurückgehen. Also das, was wir in der letzten Folge tatsächlich auch schon gemacht haben. Und dann wollen wir mal gucken, wie das mit dem Schmieden funktioniert. Wenn es denn überhaupt funktioniert. Ist dann immer ziemlich duster hier gerade, aber ist egal. Ich kenne mich ja hier aus. So, hier liegt frischer Darm. Darm, Rehhaut. Irgendwo hatte ich auch einen Wolf geparkt. Ich mach mal hier ein Streichholz an, das muss reichen. Ah, da liegt er. Ja, lassen wir erstmal da liegen. Wir nehmen natürlich mit. Wie gesagt, das ist das ganze Werkzeuggedönse. Das wollen wir jetzt hier gerade mal nicht haben. Wir lassen mal eben Flintenpeter hier. Die Munition können wir euch in der Tasche lassen, die stört ja nicht. Wir nehmen natürlich mit den schweren Hammer. Wir nehmen mit das ganze Metallzeugs. Wir nehmen mit das ganze Kohlezeugs. Und wir nehmen mit ein kleines bisschen Holz. Deswegen lassen wir die Axt mal im Inventar. Das Ding lassen wir hier. Holz haben wir da drin. Den ganzen Rest können wir im Prinzip gerade mal so lassen. Ja, 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 ja. 23,6 Kilo. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen mehr Holz mit. Oder zumindest schon mal so ein Buch wieder. Ja, ist ja auch. Kann man ja auch mal machen. Hier nehmen wir mal ganz schnell eben die Hälfte mit. Die Hälfte, sagte er. Ah komm, das ist ungefähr die Hälfte. Und dann stiefeln wir mal los. Nach draußen in die Kälte. Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, ho. Hey Zwerge, hey Zwerge, go, go, go. Wir haben Hunger. Haben wir irgendwas zum Anti-Hunger? Anti-Hungerieren? Anti-Hunger-Fleisch-Salat, Wurst, Salami? Da. Können wir mal eben essen. Muss reichen, oder? Komm, wir haben noch nichts. Boah, also. Pff. Gut, gibt's halt noch ein Stückchen hinterher. Dann muss aber auch wirklich gut sein hier, Freunde der Sonne. Dann nehmen wir noch ein Stückchen Wasser und dann. Schlapp. Erstmal die Hälfte daneben gießen, so hat sich zumindest gerade angehört. So. Hier nehmen wir dann nochmal eben schnell ein Literchen raus. Und dann gehen wir nach draußen. Ort der Trostlosigkeit. Das ist zum Beispiel eine Sache, die sie geändert haben. Die Ladezeiten, wenn man nach draußen geht, sollen jetzt ungefähr um 30% schneller gehen. Hat man jetzt gerade auch gemerkt, dafür, dass wir das erste Mal in dieser Session, also ich habe jetzt gerade, das hier die erste Folge jetzt von der neuen Session, da haben wir gemerkt, das ging jetzt relativ flott. Ja? Sonst war das ja doch immer relativ zeitintensiv und musste relativ viel geladen werden, zumindest beim ersten Mal. Danach wurde es ein bisschen besser, aber so war es jetzt halt echt schnell. Da kann man schon echt nicht meckern. Und das war es jetzt auch schon wieder mit unserer Ausdauer. Da hätten sie vielleicht auch mal ein kleines bisschen drauf geben können, aber das soll ja so sein. Das hatten sie auch extra gesagt, das ist gewollt so. Hier haben wir, glaube ich, einen Stock, den können wir gerade mal kurz eben zerleistern.
zerleistern, sagt er. Das ist kein richtiges Wort, ich weiß das. Wir sammeln jetzt einfach noch ein paar Stückchen. Weil die können wir dann nämlich auch da reinstecken, um die Temperatur erstmal nach oben zu bringen. Zedernast. Ich will den Zedernast nicht, ich will den kleinen Pillewups daneben haben. Ich habe Pillewups gesagt, was natürlich gar kein richtiges Wort ist, aber trotzdem witzig. So. Im Frühtau zu Berge wird sieben Felder. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade erzählen soll. Außer, dass da jetzt gerade hinten Wolf durch den Fels geglitscht ist. Einfach mal so. Als wäre nichts gewesen. Ja, ich glaube, jetzt mittlerweile sind wir an dem Zeitpunkt angekommen, wo wir die 3000 Abonnenten-Marke geknackt haben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es kann sein, weil jetzt müsste es eigentlich der Dienstag nach dem Wochenende sein. Und das heißt, eventuell haben wir es geschafft. Weil am Wochenende kommt immer relativ viel dabei. Da haben die Leute halt Zeit zu gucken und so weiter. Und sich dafür zu interessieren. Hundi? Apathisches Hundi, wie mir scheint. Und ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, warum wir jetzt hier lang gegangen sind. Denn wir wollten doch eigentlich zum Schiff gehen. Da müssen wir hier nochmal durch. Da geht's ja zum Schiff. Das sieht richtig gespenstisch aus irgendwie. Genau, am Wochenende kommen ja immer relativ viele dabei. Relativ viele Abonnenten. Und deswegen kann es gut sein, dass wir das hinkriegen. Ja, also fände ich schon wirklich gut. Oder habe ich dann jetzt wirklich gut gefunden, wenn es denn jetzt schon soweit sein sollte? Ich habe ja keine Ahnung. Ich kann ja nicht in die Zukunft gucken. Und wenn dem so sein sollte, dann sage ich jetzt auf jeden Fall auch schon mal Dankeschön, 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 weil gerade du bist ja auch einer meiner treuen Abonnenten, weil du guckst ja ziemlich viel The Long Dark. Das ist ja wirklich schon eigentlich mit das größte Projekt jetzt mittlerweile geworden. Es hat fast sogar teilweise The Forest überholt und deswegen Dankeschön auch an dich und ich hoffe, du hast noch, ich hoffe, ich bin immer noch unterhaltsam und gut dabei und ich hoffe, du hast noch sehr viel Spaß und ich hoffe vor allen Dingen auch, dass das noch sehr lange so bleiben wird. Dieses Jahr werde ich auf jeden Fall ein Jahresabschluss-Special machen, so ein bisschen leicht angehaucht in Richtung von Gronkh. Ist ja halt ein bisschen abgekupfert, aber ist halt trotzdem vielleicht auch interessant für dich zu wissen, was geht so in meinem Kopf vor, was ist so passiert in dem Jahr und so weiter und so fort. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das einfach mal. So. Jetzt gucken wir doch mal an, wie der Ofen hier funktionieren dort. Also, erstmal tun wir das Ding weg und gehen hier an den Ofen dran. Wir machen das Ding an mit einem Buch. Einem ganz formidablen, 100%. Und dann machen wir mal ein Feuer. Na, nun wehrt doch schon endlich hier. Es sind 100%, jetzt hört das doch nicht so in die Länge hier. So. Können wir hier noch ein Buch nachschmeißen, einfach weil wir es können. Jetzt müssen wir erstmal das Ding hier ein bisschen auf Temperatur bringen. Ich weiß gar nicht, wie heiß das sein muss. Ich warte jetzt erstmal ab, was jetzt hier passiert. Also Licht gibt es hier nicht viel, das ist schon mal ganz klar. Minuten bis Kohle hinzugefügt werden kann. 18, 17.
Okay, das geht nach Minuten. Nicht nach Temperatur. Ich habe gedacht, man müsste jetzt eine bestimmte Temperatur erreicht haben, damit das funktioniert. Aber scheinbar geht es auch so. 14 Minuten noch. Alter, das sieht böse aus hier. Der Ofen gibt halt echt null Feuer, null Licht. Das hat echt ein bisschen merkwürdig schon. Fast 13 Grad haben wir jetzt in dem Feuer. Das ist natürlich auch extrem viel. Wie war das? 9 Minuten noch? 7 Minuten noch? Okay, die warten wir jetzt mal ganz schnell eben. Das wird eine kleine Folge, weil ich mich nicht viel bewege und man nicht viel Bilder hat. So, 3 Minuten. 2 Minuten. 1 Minute. Way! Und es geht direkt rapide nach oben. Und es brennt auch ziemlich lange. Nur wie arbeitet man jetzt hiermit? Ich hab doch hier einen Hammer, oder? Hier oben drauf ist die Schmiede. Die sieht man aber schlecht, muss ich sagen. Benötigt eine Schmiedetemperatur von 150 Grad. Okay, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Ach, da ist die Schmiede. Von 150 Grad, hör mal. Dann müssen wir hier wohl noch ein bisschen was nachlegen. Jetzt wird es auf jeden Fall warm hier drin, glaube ich. Hm. 57 Grad, da gucken wir jetzt mal, wo wir jetzt gleich landen. Vermute mal 77, dass jedes Stück Kohle 20 Grad gibt. Yep. Das heißt, wir müssen... Boah, da müssen wir noch einiges reintun. 3 Stück auf jeden Fall. So. Und wir landen jetzt irgendwo bei 137. Und dann packen wir noch einen rein, dann sind wir angekommen. So, jetzt können wir hier schmieden. Wir können die Pfeilspitzen machen. Und ein improvisiertes Messer. Haben wir natürlich keinen Stoff für. Hm. Ja, brauchen wir dann jetzt gerade gar nicht. Es sei denn, wir haben jetzt gerade mal so ein Ding. Das war falsch. Wir haben jetzt gerade mal hier so ein Stoffteil über. Haben wir sogar tatsächlich. Sehr schön. Dann können wir uns ein improvisiertes Messer machen. Genau eins übrigens. Dauert übrigens 3 Stunden. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen Hunger, ein bisschen Durst. Ein improvisiertes Messer, sehr schön. 157 Grad hat das Ding noch. Das Ding brennt übrigens noch 4 Stunden. Durst ist schön und gut, da können wir was gegen machen. Wir haben ja noch ein bisschen Wasser. So, dann würde ich sagen, machen wir nochmal eben schnell ganz viele Pfeile. Ich hätte die Anzahl auswählen sollen. Oh, es sind 2 Stück rausgekommen, okay. Jetzt könnte ich ein improvisiertes Beil machen, okay. Scheinbar lernt man
Scheinbar lernt man dazu, indem man Sachen herstellt. Da würde ich jetzt sagen, machen wir mal ganz kurz eben einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.